Ja, Piraten. Das Schöne an meinem Job ist, man kann euch immer wieder mal austricksen. Ich habe nämlich doch noch eine Rede und ich habe mir gedacht, hey, so einfach kommt ihr nicht davon. Das Erste, was wir brauchen, ist was zu trinken hier. Nein, und zwar möchte ich noch ein paar Worte aufgreifen bzw. verlieren zu dem, was bislang gesagt wurde. Unter anderem steht oder stand bei mir hier in den Notizen: Wir sind die einzige wählbare Partei in Deutschland. Das habe ich mal in einer Rede gehört, die ein Pirat gehalten hat, die mir relativ gut gefallen hat. Die Frage für mich ist allerdings: Wieso sind wir die einzige wählbare Partei in Deutschland? Worauf begründet sich dieser Anspruch? Weil wir das beste Programm haben? Die Baden-Württemberger glauben das im Augenblick. Aber lassen wir Ihnen den Glauben, Sie glauben ja auch, Sie haben das beste Bundesland, von daher. So what? Oh. Lassen wir Ihnen den Punkt. Okay. Ja, warum glauben wir, dass wir die einzige wählbare Partei sind? Wir kämpfen für die echten Belange aller Bürger in diesem Land, sowie für den kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr, für Leerrohre unter den Straßen, die wir verbauen müssen oder sollen, das weiß ich nicht mehr genau, oder für den Abbau von nicht sinnvoll genutzten Schilderbrücken. Ja, sowas gibt es tatsächlich in dem Wahlprogramm von Piraten. Und da frage ich mich dann, ob das das ist, wofür wir alle streiten wollen. Na gut, wir machen Politik 2.0. Eine andere Formulierung aus Reden, die ich mir öfter anhören durfte. 2.0, warum? Weil wir eine World of Warcraft-Skript-Erweiterung benutzen, um nachts in Kellern Demokratieabstimmungen zu üben? Hallo. Für diejenigen, die es nicht wissen, Liquid Feedback ist mit der Skriptsprache entwickelt, mit der man World of Warcraft-Erweiterungen schreibt. Ja. VBasic war zu kompliziert. Okay, ja. Ich will euch keine Illusionen rauben, aber wenn wir nach der Erfindung von Telefon, Telex, Telefax und E-Mail einfach weitergezählt hätten, dann wären wir jetzt wahrscheinlich bei Politik 27 oder so. Das heißt, Politik 2.0 kann sich nicht auf das Nutzen von Wiki oder Twitter oder Liquid Feedback stützen. Da muss es was anderes geben. Thesalis hat, ich weiß nicht, ob er es heute erwähnt hat, aber in seiner letzten Rede in Karlsruhe erwähnt, dass Politiker laut einer Umfrage zu den am wenigsten angesehenen Berufen in unserer Gesellschaft zählen. Hat er das heute auch gesagt? Ja. Warum ist das so? Nein, weil ich in Gedanken woanders war. Warum sind Politiker die am wenigsten angesehenen oder mit, warum ist Politiker einer der wenigsten angesehenen Berufe in unserer Gesellschaft? Richtig, weil Politiker am meisten Bullshit erzählen. Geh irgendwo zu einem Infostand von irgendeiner Partei und frag mal, was die zu dem, jenen oder selbigen Thema sagen. Und wenn du Glück hast, kriegst du eine ehrliche Antwort. Die Wahrscheinlichkeit ist aber, dass du eine Antwort kriegst, von der glaubt, dass du sie gerade hören willst. Das heißt, Politik wird so gemacht, dass man Mehrheiten sucht, indem man wohlgefällige Positionen einnimmt. Das ist Politik 1.0 für mich. Und jetzt kann ich euch erklären, was für mich Politik 2.0 ist. Politik 2.0 ist, herzugehen und zu sagen: Ich habe Punkte, die mir wichtig sind, für die ich kämpfe und für die ich auch in Stuttgart, in der Innenstadt, einen Infostand mache. Und da gehören Leerrohre unter der Autobahn nicht dazu. Ich suche mir also Themen, die wichtig sind, die alle von uns vertreten können, und Dinge, die nicht alle von uns vertreten. Ganz im Gegenteil, Dinge, die viele von uns zum Davonlaufen bewegen, wie für oder gegen Atomausstieg oder für oder gegen BGE oder für oder gegen E, sonst irgendein Bullshit, die lassen wir einfach sein. Mir hat jemand erklärt, das Schöne an Liquid Democracy wäre, dass man Parteien hätte, die nicht mehr ein Vollprogramm haben, sondern nur noch bestimmte Themen besetzen und diese Themen dann vertreten. Und der Clou an dieser Politik wäre dann, dass man
mehrere Parteien in ein solches Parlament wählen würde und diese Parteien dann einfach ihre Themen auch dort vertreten können. Wir als Piraten sind eine sehr junge Partei. Tisales hat gemeint, wir sind gerade erst, nee, sind wir schon in der Pubertät nach deiner Rechnung? Also ich habe vorhin mal ganz kurz bei uns diskutiert, wir sind darüber eingekommen, dass die Aktive in der Pubertät ist und der Rest hinterherhängt. Ich denke, dass wir die Chance, die einmalige Chance, die wir als Piratenpartei haben, nutzen sollten. Wenn wir jetzt hergehen und ein Vollprogramm beschließen oder irgendwas anderes tun, um unser Programm schön langsam piano zu erweitern, dann gehen wir Schritte, die wir nie wieder zurücknehmen können. Man kriegt aus unserem Kernprogramm praktisch nichts wieder raus. Die Möglichkeit, irgendwas zu streichen, weil es vielleicht doch nicht so wichtig ist, gibt es nicht. Das heißt, wenn wir jetzt auf irgendeinen Parteitag gehen und sagen, wir sprechen uns für ein BGE aus, dann ist das Ding zementiert. Deswegen bin ich heilfroh, dass es die Positionspapiere von Validum gibt, weil das war so ein Beschluss light. Ich weiß, dass ihn das ärgert, weil er das ganz anders haben wollte. Aber der Punkt ist der, mit diesen Positionspapieren haben wir etwas geschaffen, was die Leute abstimmen können, weil sie denken, dass es richtig ist, ohne dass es gleich im Parteiprogramm steht, ohne dass es zementiert ist. Also wir haben die Möglichkeit, eine Partei zu sein, die sich nur um einen überschaubaren Themenkomplex oder mit einem überschaubaren Themenkomplex beschäftigt. Und dieser überschaubare Themenkomplex, der muss uns nach außen auszeichnen. Wenn du heute irgendwo in die Innenstadt gehst, in irgendeine schwäbische Innenstadt und Unterschriften sammelst, dann wirst du von den Leuten auf die Frage, ob sie dich unterstützen können, indem sie dir ihre Unterschrift geben, gefragt, wofür stehen die Piraten denn? Ja, was machst du jetzt, wenn du ein Vollprogramm hast? Du sagst, ja, für alles. Such dir was aus, wird schon dabei sein. Lasst uns doch die einmalige Chance nutzen, die wir jetzt haben. Mir kommt es so vor, als hätte man einen schönen Teich. Der Teich ist noch klar, da ist noch nicht wirklich viel drin, das Wasser ist noch sauber, man kann es trinken. Und jetzt habe ich das Problem, alles, was ich da reinschütte, kriege ich nie wieder raus. Wenn ich da jetzt irgendwas Rotes reinschütte, dann ist das Ding rot. Und wenn ich da noch ein bisschen was Grünes hinterher schütte, dann wird, okay, die Farbe ist uncool, gebe ich zu. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Das Problem ist, je mehr Zeug ihr zusammentragt, was die Piraten alles vertreten sollen, desto weniger haben wir hinterher noch einen identifizierbaren Kern, der uns alle ausmacht, desto weniger Aktive werden noch da sein und es wirklich tun. Wozu macht ihr das? Man hat mir gesagt, hey, ihr braucht ein Vollprogramm, wenn ihr gewählt werden wollt. Bullshit. Weil, wenn die Leute euch wegen eines Vollprogramms wählen und wir dann tatsächlich irgendwo mal in irgendeinem Parlament stehen und abstimmen dürfen, weiß kein Mensch, ob wir genauso abstimmen, wie in diesem Vollprogramm drinsteht. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Eigentlich wollte ich da was über Verhandlungsmasse und über Koalitionsverträge sagen, aber René hat vorhin gesagt, hey, die reden jetzt schon über Koalitionsverträge und sind noch nicht mal in irgendeinem Parlament. Ist ein guter Punkt. Trotzdem, es wird eines Tages dazu kommen. Irgendwo werden wir irgendwann mal ein Mehrheitenbeschaffer sein. Mehrheitenbeschaffer ist eine kleine Partei, die mitregieren darf, weil man dann nämlich die notwendige Mehrheit hat. Und wenn man Mehrheitenbeschaffer ist, dann darf man sogar mit am Koalitionsvertrag schreiben. Wisst ihr, wie ein Koalitionsvertrag, Koalitionsvertrag ist ein schönes Wort, geht mir nicht so leicht über die Lippen. Wisst ihr, wie der gemacht wird? Das ist ganz einfach. Man nimmt die Parteiprogramme der Verhandlungspartner, legt die nebeneinander. Die Dinge, die gleich sind, die ignoriert man, die sind nicht wichtig. Die Dinge, die sich unterscheiden, die muss man sich vornehmen. Und dann geht das Geschacher los. Da gibt es dann Punkte, die stehen beim einen drin und beim anderen steht was anderes drin. Und dann sagt man, okay, mir ist das wichtig, dir das, okay, dann lasse ich das hier weg. Und dieses, okay, dann lasse ich das hier weg, ist das, was ich nie wollte. Und das ist das, was die Politiker auszeichnet. Nämlich der Betrug am Wähler. In dem Moment, in dem ich in einem Vertrag sage, okay, dann lasse ich das hier weg, habe ich alle Leute betrogen, denen ich vorher erklärt habe, wenn du mich wählst, kümmere ich mich um dieses Thema. Okay, René, und ich musste das trotzdem bringen, weil wenn ich diesen Teich jetzt mit irgendwelchen Farben verunstalte,
kriege ich ihn nachher nicht wieder so klar, dass ich irgendwann in eine Koalitionsverhandlung gehen könnte und sagen könnte, Jungs, ich beschaffe euch die Mehrheit, die ihr haben wollt. Aber es gibt keine Verhandlung. Entweder so, wie wir es besprochen haben, wie wir es unseren Wählern erklärt haben, nämlich unsere 5, 6 Punkte, oder gar nicht. Aber das kann ich nur, wenn ich eben klare Positionen habe. Und wenn ich nicht ein Gemischtwarenladen bin, der ein bisschen für Öko kämpft, ein bisschen für Soziales und ein bisschen für, sondern einfach ganz klar Punkte hat, die uns ausmachen. Für die Piraten, die heute hier sitzen, und ich glaube, die meisten von uns sind seit 2009 dabei oder länger, irgendwann zu den Piraten gekommen sind. Und deswegen ist mein Kampf immer der gleiche. Ich kämpfe dafür, dass wir uns unser Kernprogramm erhalten. Lasst uns das Ding nicht verunstalten mit irgendwelchen Erweiterungen. Nehmt, egal, ich will nicht schon wieder über das BGE lästern. Aber nutzt die Gelegenheit, lasst uns neue Politik machen, ehrliche Politik. Sorgt dafür, dass wir Piraten immer für das stehen können, was wir gesagt haben. Sorgt dafür, dass es nie eine Diskussion geben muss, ob das, was wir irgendwann mal beschlossen haben, auch wirklich noch gilt. Sorgt dafür, dass wir einfach zu unseren Themen stehen können und dass diese Themen auch fix sind. Wenn ihr ein neues Kapitel in der Demokratie in Deutschland aufschlagen wollt, dann macht es ganz einfach. Lasst uns den Leuten beweisen, dass man Politik anders machen kann. Klare Themen, klare Ankündigung und kein Betrug am Wähler. Okay, ich wäre nicht Sekor, wenn ich nicht auch noch ein Konzept dafür hätte. Ihr wollt Piraten in die Parlamente bringen. Dann macht. Erstens, sorgt dafür, dass die Menschen gibt, dass es die Piraten gibt. Ich war in Baden-Württemberg und habe 2 Tage lang versucht, wie das mit dem Unterschriftensammeln klappt, weil ich einfach sehen wollte, wie das funktioniert. Und wisst ihr, was das Erschreckendste ist? Hey, die Leute kennen uns nicht. Die sagen, Piraten, wer ist das? Das ist scheiße, das muss sich ändern. Also, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute wissen, dass es uns gibt. Und dann, im zweiten Schritt, müssen wir auch dafür sorgen, dass die Leute wissen, wofür die Piraten stehen. Und da bin ich wieder bei meinem Punkt. Wie willst du das machen, wenn du einen ganzen Otto-Katalog voller Themen hast? Also, wir sorgen dafür, dass die Leute wissen, dass es uns gibt, wofür wir stehen und darauf, dass sie sich verlassen können, dass wir zu unserem Wort stehen werden. Ehrliche Politik eben. Und wenn ihr mich fragt, dann sollten die Piraten genau 3 Punkte sein. Wir sollten eine Bürgerrechtspartei sein. Warum? Weil viele von uns gegen Vorratsdatenspeicherung sind. Weil wir gegen die Überwachung sind. Weil wir für einen transparenten Staat sind. Das zeichnet uns aus und ich denke, wir sind gut darin, eine Bürgerrechtspartei zu sein und die anderen haben uns diese Lücke gelassen. Sie träumen zwar davon, aber tun ja nichts. Also, Piraten sind eine Bürgerrechtspartei, finde ich, klingt gut. Dann, finde ich, sollten wir eine Bildungspartei sein. Warum? Weil hier Salis vorhin gesagt hat, die Baden-Württemberger brauchen sowas. Ist ein Argument. Aber, bitte? Die brauchen das ganz dringend. Aber es spricht noch mehr dafür. Viele von unseren Mitgliedern sind Studenten. Unsere künftigen Wähler sind Schüler. Wir sollten eine neue Partei sein und sollten uns auch um das Themenklientel kümmern, das dafür wichtig ist. Also, weg mit den Studiengebühren. Weg mit dem Kopiergeld. Es kann nicht sein, dass die Kinder heute in der Schule dafür bezahlen müssen, dass sie Kopien bekommen. Ich kann mich daran erinnern, mein Vater hat immer erzählt, als ich zur Schule ging, mein Vater hat erzählt, als ich zur Schule ging, war es so, dass wir im Winter jeder ein Stück Holz oder ein Holzscheit oder ein Stück Kohle mitbringen mussten, damit wir die Schule heizen können. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber sie klingt beeindruckend. Ja, ne? Solche Geschichten gibt es von früher. Ja, ja. Nur das Problem ist, ich muss meinen Kindern heute Geld mitgeben, damit sie die Kopien bezahlen können. Wie lange soll es noch dauern, bis wir das Heizöl dann auch kaufen können? Also wenn ihr was tun wollt, was der Gesellschaft wirklich weiterhilft, was unserer Zukunft, unser aller Zukunft, was Gutes tut, dann lasst uns um Bildung kümmern. Die Piraten, eine Bildungspartei. Ich finde, das klingt gut. Und weil ich ja gesagt habe, dass es überschaubar bleiben soll und dass es keine unendliche Auflistung oder kein Otto-Katalog voller Ideen und Gedanken sein soll, hätte ich nur noch ein drittes. Und zwar würde ich gerne sagen, dass die Piraten die Internetpartei sind.
Warum? Hey, weil sie das sowieso schon behaupten und dagegen anzukämpfen wäre jetzt wirklich ziemlich blöd. Und machen wir uns nichts vor. Wir wissen, was ein Browser ist. Wir. Ich frage meinen Referenten. Wir wissen, was ein Browser ist. Und wir kennen die Gefahren und wir kennen die Möglichkeiten, die das Internet bietet. Und wir haben, da muss ich Dirk recht geben, einen genialen Vorteil: wir haben keine Angst davor. Und deswegen finde ich, sollten wir die Internetpartei sein und bleiben. Bleiben und sein wäre besser gewesen, aber auf so Kleinigkeiten achte ich im Augenblick noch nicht. Wir sollten also die Internetpartei sein. Und damit haben wir genau drei Punkte, die uns ausmacht. So, und wenn mich jetzt irgendjemand irgendwo fragt, wofür die Piraten stehen, dann kann ich sagen, hey, wir sind die Bürgerrechtspartei, wir sind die Bildungspartei und wir sind die Internetpartei. Das sind drei Punkte, die kann ich sauber sagen, ich kann definieren, warum wir das sind. Und alles andere, hey, es gibt genug Parteien. Der Clou an den Piraten ist, dass man Mitglied in mehreren Parteien sein kann. Das heißt, wenn ich mich unbedingt für, gegen sonst irgendwas, dann kann ich eine weitere Partei unterstützen. Okay? Gut. Und damit habe ich mein Konzept für wir schaffen den Sprung in die Parlamente mal definiert. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Erfolg im nächsten Jahr. Schon klar, ihr klatscht nur, damit ich nicht weiter rede. Okay, schön. Danke. Schön zu sehen, es gibt noch ein paar Kernis außer mir. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir können das Mikro noch eine Weile lassen, wenn irgendjemand reden möchte, okay. Wir haben den Platz hier oben nur bis 18 Uhr. Wie ihr mitgekriegt habt, mussten wir umziehen, weil das Restaurant, in dem ich ursprünglich telefonisch gebucht habe, davon ausgegangen ist, dass wir tagsüber kommen. Und ich bin davon ausgegangen, dass sie nicht auf die Idee kommen, nach uns nochmal zu vermieten. Und deswegen ist da abends eine Geburtstagsfeier und wir mussten umziehen. Also sind wir hierher gekommen. Man war so freundlich, uns zu sagen, ist alles kein Problem, kriegen wir hin. Die haben so diese Speisekarten extra für uns gemacht mit Logo, was mich beeindruckt hat. Aber ich würde vorschlagen, dass wir jetzt eben den Platz dann hier oben wieder freigeben. Das heißt, wenn noch jemand reden will, ein paar Minuten bleiben noch, aber irgendwann werden hier Gäste kommen, weil die Tische sind reserviert. Ich denke aber nicht, dass es stören wird, wenn da ein paar Leute essen. Uns nicht und Sie werden es überleben müssen. Okay, ich würde vorschlagen, wir essen jetzt in aller Ruhe miteinander. Wer da noch ein bisschen sitzen bleiben will, kann sitzen bleiben. Der Vorteil hier ist, ich glaube, die haben länger offen als die Kneipe, in der wir in Karlsruhe waren, wo wir um 23:30 rausgeflogen sind. Okay, viel Spaß noch, schönen Abend und ich gebe das Mikro an dich, oder?